Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute mache ich eine Schwarz-Weiß Marilyn auf dem Samsung Tablet. Ich habe das Ding in Fettet angeschliffen und grundiert und natürlich vorher die Kamera abgeklebt. Und habe dann einen Primer genommen. Das ist jetzt halt diese Graugrundfarbe, die ihr seht. Da ich das jetzt weiß ist, kann ich mir den ersten Schritt sparen, die Marilyn weiß vorzulegen. Fange ich also direkt mit der Schwarzschablone an. Alle Farben schwarz und weiß sind opake Töne. Die restlichen Sachen sind lasierende Candyfarben. So, das war jetzt das Schwarz. Jetzt kommt das Grau. Ich werde jetzt erstmal alle Schablonen quasi fast im selben Grauton abarbeiten. Denn jeder einzelne Schritt addiert sich halt quasi. Also jede Graustufe in jeder Ebene macht den Untergrund auch dunkler. Und ich werde dann erst zum Schluss werde ich dann nochmal einzelne Sachen ausarbeiten. Also auch hier wieder einfach nur leicht mit Grau drüber. Und das gleiche mit der finalen Schablone. So, jetzt werde ich noch ein bisschen Freihand nochmal überall so einen leichten Grauton drauf machen, damit dann gleich das Weiß besser wirkt. Und jetzt kommen zwei Schablonen für die Lippen, die Augen und die Steine in der Kette. Ich habe die Lippe jetzt in Ober- und Unterlippe geteilt, damit die Zähne so bleiben, wie sie sind. Das ist eigentlich ein ganz schöner Effekt, also ein Schwarz-Weiß-Porträt, wo man dann nur einen Farbklecks hat. Wie gesagt, die Augen sind normalerweise, kann ich auch noch eine Augenfarbe setzen, aber ich habe sie jetzt erstmal so hell gelassen. Und als zweiten Schritt gehe ich jetzt noch mit Magenta in das Rot. Das verleiht dem Ganzen auch so ein bisschen mehr Tiefe. So, und jetzt kommen die Highlights. Das ist jetzt die Abdeckschablone. Und da sind jetzt die Highlights drin, die ich mit 100% weiß male. Außer die Hauttöne, weil das wirkt dann immer so ein bisschen sehr plastikmäßig. Also ich nutze das Weiß auf den Haaren, Lippen, Augen. Und lege erst noch mal kurz einen grauen Hintergrund vor, bevor ich die Pelzstola mache. So, dafür nutze ich jetzt so eine extra Schablone. Die hatte ich mal angefertigt für die Pelzhaube eines Eskimos. Und für so eine Pelzstola ist die ganz gut geeignet, wie man sieht, arbeite ich quasi an derselben Stelle immer dreimal und nutze jeweils immer eine andere Stelle der Schablone, sodass ich verschiedene Fellstrukturen und verschiedene Grautöne dieser Fellstruktur habe. Und jetzt arbeite ich dann die restlichen Highlights aus.
So, wenn einem das jetzt so gefällt, kann man aufhören. Jetzt beginnt halt das, was ich vorher gesagt habe, dass ich jetzt einzelne Stellen noch ein bisschen akzentuiere und die Schatten ein bisschen dunkler mache. Und vorher mache ich aber die restlichen Weiß-Highlights, das heißt die zweite Schablone, wo alle Highlights drin sind, die mal mit halber Deckkraft gemalt werden. Und jetzt geht das mit den Schatten ausarbeiten. So, dabei male ich nicht alles, sondern nur bestimmte Teile. In dem Fall nehme ich eine Seite des Gesichts und mache es ein bisschen dunkler. Das verleiht dem Ganzen so ein bisschen mehr Tiefe. Wie gesagt, nur die eine Seite, ein bisschen an den Lippen und den Augen. So, das sind jetzt noch so ein paar funkelnde Sternchen, die ich auf die Kettenteile setze. Und so decke ich nochmal das ab, setze ein paar Sprenkel und Sternchen und dann wäre das Bild so fertig. Wenn es gefallen hat, könnt ihr einen Kanal abonnieren, sind glaube ich über 780 Videos in dieser Machart. Und natürlich könnt ihr das ganze Video liken. Und man sieht sich vielleicht wieder mal. Ciao.